Oh, hallo, ihr seid es. Nein, ohne Scheiß, ich hasse Videos, diese Anfang. Also, einer meiner Zuschauer hat mir ein Video zukommen lassen und dort geht es um Dr. Markus Karl. Da gab es sogar einen Zeitstempel dazu. Ich habe jetzt auch tatsächlich noch nicht mehr gesehen als so die ersten Minuten. Da dachte ich, okay, das ist so gut, da machen wir ein Video draus. Weil es inhaltlich einen gewissen Gehalt hat und obwohl ich Dr. Markus Karl ja sehr respektiere und auch da seine Aussagen durchaus schätzen kann. Ich bin aber dennoch ein bisschen anderer Meinung und das möchte ich hier einmal kundtun. Aber wir schauen uns das gemeinsam an. Ableiten. Das ist mitnichten der Fall. Der Staat ist ein Service-Provider, wenn man so will, der bestimmte Dinge zur Verfügung stellt, die der Einzelne für sich nicht herstellen kann. Und mein erstes Problem. Also der Staat ist kein Service-Provider. Der Staat ist höchstens in der Idee ein Service-Provider. Natürlich ein Service Provider, der auch nur im Ansatz die Möglichkeit hat, nein, ein Service Provider, der seine Kunden dazu zwingt, den Service zu nutzen, wird eine utopisch große Filiale eröffnen. Das ist doch klar, Alter. Gib Apple die Möglichkeit, als Zwangs-Service Provider zu dienen. Du wirst beschissene Handys bekommen und diese beschissenen Handys werden unglaublich teuer sein. Und wenn du Apple dann noch die Möglichkeit gibst, alles andere in deiner Wohnung auszustatten, auf Zwang, ohne dass du was dagegen machen kannst, dann hast du nachher auch ein Apple-Bett, ein Apple-Sofa und eine Apple-Dunst-Abzugshaube. Und die werden alle scheiße sein. Nicht, weil Apple scheiße ist, sondern weil Apple gar keinen Grund hat, eine funktionierende oder gute Dunst-Abzugshaube zu bauen. Du musst das Produkt ja sowieso kaufen. Das ist schon ein Denkfehler bei Dr. Markus Karl, aber schauen wir mal weiter. Und nur für die Dinge, die nur er herstellen kann und die der Einzelbürger nicht herstellen kann, die der Einzelbürger aber möglicherweise braucht, so wie innere, äußere Sicherheit, Recht setzen und Recht sprechen, ist der Staat da. Bitte, Dr. Markus Karl, wirklich, ich respektiere Sie. Ehrlich. Aber was genau oder warum genau sollten Bürger innere Sicherheit nicht herstellen können? Ich verstehe es nicht. Ich kann das. Warum denn nicht? In den USA, wo Waffenfreiheit herrscht, da sind skurrilerweise die Staaten, die Waffenfreiheit haben, die haben erstens, natürlich proportional zur Bevölkerung gesehen, aber proportional zur Bevölkerung haben die Staaten mit einer größeren Waffenfreiheit weniger Polizisten. Warum? Weil der Bürger schon so, ohne dass es sein Job ist, teilweise für innere Sicherheit sorgt. Auch dürfte jedem klar sein, dass ich eher in ein Haus einbreche, wo keine Waffe vorhanden ist oder gar keine vorhanden sein kann oder wo es sehr wahrscheinlich ist, dass keine vorhanden ist, als dass ich in ein Haus in Texas einbreche, wo ich davon ausgehen muss, dass da drinnen eine Bewaffnung ist, wie sie ein Navy SEAL noch nicht gesehen hat. Also doch, der Bürger kann das. Äußere Sicherheit, komplexes Thema. Habe ich schon öfter in den Livestreams gemacht. Hier nochmal der Hinweis, wer neu auf dem Kanal ist, checkt mal die Live-Abteilung, da ist viel mehr los als in der Videoabteilung. Aber um ihn zu fesseln und um ihn daran zu hindern, zum Feind des Bürgers zu werden, bedarf es einer Verfassung, die das auch leistet. Und diese ja, Herr Dr. Markus Karl, hier habe ich so eine Verfassung, zumindest ist es das Material einer Verfassung. Wenn jetzt aber der Staat innere und äußere Sicherheit hat, das heißt Polizisten und eine Armee, quasi das Gewaltmonopol innehat. Wissen Sie, was der Staat dann hiermit macht? Ganz genau. Er wirft das Stück Papier, was nun mal jede Verfassung auf der Welt ist, ein Stück Papier mit ein bisschen Tinte drauf, mehr ist es nicht, und man wird damit sehr despektierlich umgehen. Meine Aussage zur Verfassung ist, sie ist weniger wert als Klopapier, denn Klopapier ist saugfähiger. Dieses Papier ist einfach nur beschriebener Müll ohne jeden Wert. Der Staat, Dr. Markus Karl hat es eben gesagt, innere Sicherheit, äußere Sicherheit und die Gerichtsbarkeit. Das bedeutet, wenn ich der Meinung bin, der Staat hat mit dem Papier, das eine Verfassung ist, das gemacht, was ich gerade mit dem Papier gemacht habe, das eine Verfassung ist, dann gehe ich vor einen Richter, der von den Leuten bezahlt wird, die ich anklage. Das heißt, auf der Anklagebank sitzt der Staat und auf der Richterbank sitzt der Staat. Falls der Staat da überhaupt hingeht, denn die Gewalt, die den Staat dahin zwingt,
ist ebenfalls der Staat und das ist die Polizei. Und jetzt sollen wir mal einer erklären, wie das ein logisches Modell sein kann. Herr Dr. Markus Kral, nochmal, ich respektiere Sie, aber das, nein, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wirklich nicht den geringsten Sinn. Und diese Verfassung muss den Staat auf die Plätze verweisen und sie muss den Bürger ausstatten mit allen Machtmitteln, die es braucht, damit er sich den Staat notfalls vom Halse halten kann und vom Leibe halten kann, wenn er vom Dienstleister zum Tyrannen wird. Ja, er wird vom Dienstleister zum Tyrannen. Warum denn auch nicht? Alle Gewalt geht ja vom Staate aus. Und er wird immer zumindest das Gewaltmonopol anstreben. Und allein mit dem Vorsprung an Gewaltmöglichkeiten, die er jetzt hat, ist das nur noch schwer aufzuholen. Ein Stück Papier wird niemals einen Menschen schützen. Einfach mal mit dem Gedanken anfreunden, dass der Staat aus Menschen besteht, aus bösartigen und dummen Menschen, die äußerst gewaltbereit sind, sehr, sehr faul, aber sehr, sehr viel Geld bekommen und auch noch Macht und diese erhalten bzw. ausbauen wollen. Und wenn man diesen Gedanken verinnerlicht hat und da noch Polizisten und Soldaten draufrechnet und dann ein Gleichheitszeiten macht und auf der anderen Seite ein Stück Papier hintut, dann wird man feststellen, dass das keine Gleichung ist. Das ist ungleich. Da gehört ein größer Als hin. Eigentlich ein viel größer Als dieses Stück Papier. Dieses Stück Papier hat nämlich Nichtigkeit. Das ist vollkommen irrelevant. Es gibt keine Verfassung auf der Welt. Die Amerikaner haben die wahrscheinlich beste Verfassung. Und die untersagt, eine Münze zu prägen. Trotzdem ist der Dollar die Weltleitwährung und sie ist nicht goldgedeckt oder so, aber selbst goldgedeckt ist es schon verfassungswidrig. Ja, ja, man hat das juristisch umgangen, indem man die amerikanische staatliche Zentralbank, wo ja, die ja auch vom Präsidenten besetzt wird, indem man da das Wort Federal davor gesetzt hat. Sie ist aber nicht Federal, wirklich gar nicht. Und deshalb ist es albern. Übrigens, Waffenrechte in den USA, Einblick nach Chicago oder New York, wird den Leuten schon klar machen, dass es damit auch nicht mehr so weit her ist. Und das ist wirklich die beste Verfassung der Welt. Aber auch die beste Verfassung der Welt ist im Nachhinein nur ein Stück Papier mit Tinte drauf. Nun gibt es Anarchisten, die sagen, wir brauchen überhaupt keinen Staat. Wir können alles selber organisieren. Das heißt, wenn ich Schutz brauche für mein Haus, ja, dann buche ich eine private Sicherheitsfirma. Und das ist nicht mal neu. Reiche Menschen, prominente Menschen, abgesehen von Bushido, der das LKA um sich herum hat, aber alle anderen haben in der Regel private Security-Dienstleister. Ja, die sind dann, das ist dann aber ein High-Level-Schutz, das ist nicht das, was sich jeder kaufen würde. Es macht keinen Sinn, dass ich jemanden bezahle, der rund um die Uhr auf mich aufpasst, weil ich gar nicht so viel habe, das zu beschützen ist. Je mehr ich zu beschützen habe, umso mehr Geld werde ich für Sicherheit ausgeben. So, aktuell, ja, Menschen mit einem hohen Verdienst zahlen mehr für Sicherheit in den ewig gierigen Schlund des Staates. Aber es ändert nichts. Sie kriegen trotzdem denselben Schutz. Sie zahlen mehr für eine sehr, sehr, sehr geringe Leistung, die schon für den niedrigsten Steuerzahler viel zu gering ist. So. Und deshalb, warum nicht privatisieren? Es gibt kein logisches Argument dagegen. Aber es ist schön, dass er fragt. Und ich bin auf Dr. Markus Krals Antwort gespannt. Die dann mein Haus beschützt, die ich anrufen kann, wenn ein Einbrecher kommt oder sonst irgendwas, wenn ich bedroht werde, wie auch immer. Man könnte Gerichte und diese ganzen Sachen auch privatisieren in der Form, dass man dann zu dem Gericht geht, was am besten bewertet ist und am besten Gerechtigkeit spricht. Was halten Sie denn davon, von diesem anarchistischen Ansatz? In meiner Idee ist die Justiz auch privatisiert. Das hat verschiedene Vorteile. Erstens, eine Richterin, die einen Vergewaltigungsfall verhandelt, wird sich mit dem Thema auskennen. Das wird nicht das Arschloch sein, das eben noch irgendwem auf dem Sack gegangen ist wegen einem Strafzettel, gestern einen Raubdelikt besprochen hat und sich heute um eine Vergewaltigung kümmert, aber auch immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, die Täter kommen von außerhalb und die Politik mag die Menschen von außerhalb. Also erstens hast du über den Staat diese Indoktrination, deshalb darf der Staat das gar nicht haben. Denn ein Richter, der in der Karriereleiter nach oben steigen will, der muss das Spiel des Staates spielen. Und wenn du eine sehr linke Regierung hast, dann werden die sehr linke Urteile sprechen. Ja, hast du eine sehr rechte Regierung und du besorgst dir mal ein Grämmchen Koks für eine geile Partynacht, ja, dann verlass dich darauf, dass der Richter mit dir umgehen wird, als wären wir in Malaysia.
Beides ist dämlich und geisteskrank. Also das mit dem Koks ist sogar noch ein bisschen dümmer, weil es ist ja mein Körper, geht dich gar nichts an, halt die Fresse, rechter. Aber nichtsdestotrotz, es macht keinen Sinn, das in staatliche Hand zu geben. Es ist indoktriniert durch den Staat. Der Richter hat keinerlei Ausbildung für das, was er da überhaupt verhandelt. Zusätzlich ist er noch ein Beamter und nicht an Leistung gebunden. Es ist also egal, wenn eine Richterin in Deutschland 9 Straftäter freispricht, weil sie eine 13-Jährige vergewaltigt haben und dann sagt, dass irgendwie eine gruppenbildende Maßnahme, dieses arme Kind da zu 9 zu vergewaltigen über Stunden. So werden Urteilssprüche im Staat gesprochen. Deshalb, Herr Dr. Markus Krall, ich kann das ja sogar noch nachvollziehen, wenn Leute sagen, äußere Sicherheit. Das kann ich noch nachvollziehen. Und weil das ein schwieriges Konzept ist, soweit ich mir das vorstelle. Aber Justiz, das ist so widerlich, was die Justiz mit den Menschen macht. Also dieser sogenannte anarchistische Ansatz hat auch noch einen anderen, weniger kontroversen Namen, nämlich Privatrechtsgesellschaft. Das ist richtig. Viele sagen Privatrechtsgesellschaft. Ich habe auch nichts gegen den Begriff Privatrechtsgesellschaft. Und es gibt sehr, sehr viele Leute, die den Begriff Privatrechtsgesellschaft verwenden. Das sind aber Menschen, die mit ihrem Content, mit ihren Büchern oder auch mit ihren Videos versuchen, ein intellektuelleres Publikum anzusprechen. Keine Beleidigung gegen euch. Ich versuche es aber ein bisschen so zu gestalten, dass es eher catchy ist. Ich möchte, dass die Leute sehen, da ist ein Typ, der bezeichnet sich als Anarchist. Dann klicken sie drauf, erwarten irgendwie so einen linken, verlotterten Hurensohn und sehen dann mich, einen anarchistischen, verlotterten Sohn. Und das ist halt mein Modell. Aber ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man Privatrechtsgesellschaft sagt, Privatrechtsordnung. Gibt einige Begriffe dafür, aber ich möchte auch den Begriff Anarchie nicht kampflos an Kommunisten und Sozialisten aufgeben, weil das vollkommen dämlich ist. Wobei der Kommunismus, so wie er in den Köpfen oder auf dem Papier existiert, tatsächlich eine Anarchie wäre, denn es wäre eine herrschaftslose Gesellschaft, die aber erst dann stattfindet, nachdem wir einen absoluten Herrscher über Jahre im Sozialismus hatten, der die Menschen umprogrammiert hat, in der quasi alles im freiwilligen Tausch und in freiwilliger Kooperation zwischen Individuen geregelt wird. Ich halte das im Prinzip für machbar. Ich halte es möglicherweise sogar für die beste aller Welten. Es ist nicht möglicherweise die beste aller Welten. Es ist logischerweise die beste aller Welten. Aber es ist schön, dass er das mal sagt. Ich bewege mich ja viel in der NCAP-Bubble und habe immer gesagt, Dr. Markus Krall konnte insbesondere im Bereich der WU glaube ich nicht, sei nicht das sagen, was er hätte sagen wollen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Mann Anarchist ist, auch wenn er es so noch nicht gesagt hat. Aber du kannst es nicht in einem Parteiprogramm schreiben. Das geht nicht. Wenn du in einem Parteiprogramm schreibst, ich setze den Staat ab und damit setze ich ja auch das Grundgesetz ab, dann bist du per Definition, und ich bezeichne mich selber auch so, ein Feind des Grundgesetzes. Du bist gegen die Demokratie. Ich bin gegen beides, offen. Aber ich kann damit keine Partei gründen. Denn wenn ich den Leuten sage, ich hasse die Demokratie, weil sie dumm ist, dazu gibt es übrigens auch einen Stream. Wenn ihr auf Live klickt, werdet ihr ihn sehen mit Michael Werner. Wir haben viele, viele Gründe aufgezählt, warum Demokratie ein sehr, sehr dummes System ist. Wenn ich also sage, ich hasse Demokratie und ich hasse das Grundgesetz, dann bin ich als Verfassungsfeind zu bezeichnen, denn das bin ich. Ich bin ein Verfassungsfeind. Die Verfassung ist dumm und bösartig. Aber die Forderung allein zu sagen, wir können alles auf freiwilliger Basis tun und alles, was Menschen tun, muss freiwillig erfolgen. Also dieses Primat des Freiwilligen vor Befehl und Gehorsam, denn der Staat wird auch in den Grundfunktionen, die man ihm zubilligt, wie Recht sprechen und Recht setzen, wie Verteidigung und innere Sicherheit, auch immer Elemente von Befehl und Gehorsam haben. Nein, er wird nicht Elemente von Befehl und Gehorsam haben. Der Staat finanziert sich ausschließlich über Zwang. Nochmal von vorn. Was sind Steuern? Steuern sind Raub. Warum sind Steuern Raub? Sag dem Abu-Chaka-Clan, du gibst ihm kein Geld und der Abu-Chaka-Clan verhaut dich. Sag dem Staat, du gibst ihm kein Geld. Und der Staat will dich einsperren. Lässt du dich aber nicht einsperren, wirst du verhauen. Kannst du besser hauen als der Abu-Chaka-Clan, wird der Abu-Chaka-Clan dich erschießen. Kannst du besser hauen als der Staat,
wird der Staat dich erschießen. Es ist Zwang. Steuern sind rau und sie laufen nur über Zwang. Wer die gar nicht will, der muss sie dann privatrechtlich organisieren, sodass Befehl und Gehorsam komplett weg sind und alles auf freiwilliger Basis passiert. Ja, ich will. Das kann man machen, aber wenn man es fordert, muss man sich überlegen, wie man da hinkommt. Und meine Überlegung diesbezüglich ist, lasst uns erstmal über einen sehr, sehr schlanken Staat nachdenken, bei dem erstmal all die Dinge rausgenommen werden, die offensichtlich vom Staat quasi, die der Staat sich offensichtlich angeeignet hat, usurpiert hat und wo er sich reingedrängt hat in Funktionen, die ihm definitiv nicht zustehen. So habe ich auch mal gedacht. Aber dann habe ich mir die Geschichte angesehen, als die Preisdeckelung abgeschafft wurde und die Währungsreform war. Und die Regale in Deutschland auf einmal wieder voll waren und die Deutschen, weil sie von Ökonomie keine Ahnung haben, das Gefühl hatte, Gott hätte einen heiligen Segen runtergeworfen und haben deshalb von dem Wort Wunder gesprochen. Es ist kein Wunder, es ist die logische Konsequenz aus den getroffenen Maßnahmen, die ich eben erwähnt habe, noch 2-3 Stellschrauben mehr, aber das sind so die Hauptpfeiler dessen, so. Und wir waren sowas wie ein Minimalstaat. Deutschland war sowas wie ein Minimalstaat. Aber was hat Deutschland sich dann gedacht? Der Staat macht sich dann natürlich immer mehr zu eigen. Da sind Menschen, die sind fett, die sind dumm, die sind hässlich, die sind überbezahlt. Wenn sie, ich sag mal, locker sind, schreiben sie ein paar Gesetze auf, drücken die durch und auf einmal darfst du das nicht mehr und du darfst das nicht mehr und du darfst das nicht mehr. Wenn sie bösartig sind, haben sie eine Agenda. So wie alle Linken. Von Höcke über Habeck bis Wagenknecht. Alles Linke mit einer geisteskranken Agenda. So. Und diese geisteskranke Agenda werden sie dann langfristig planen. Und dann kommt zum Beispiel sowas wie den Staat als Bildungsmonopolisten einzusetzen. Tödlich! Tödlich! Ist was Stalin, der sagte, gib mir die Vierjährigen einer Nation und du hast in einer Generation ein kommunistisches Land. Und das ist das, was jeder Staat tun wird. Natürlich. Linke sehen es, hier läuft es gerade gut, da ist ein Apparat, da kann ich mich bereichern ohne Aufwand, habe auch noch Macht und habe Zugriff auf alles. Es ist geisteskrank, jemanden einzusetzen, der Zugriff auf jeden Aspekt deines Lebens hat. Und das hat er, wenn er über das einzige Gewaltmittel in großem Ausmaß in diesem Land verfügt. Oder in irgendeinem Land. Ich habe meine Rechnung dazu aufgestellt. Sie lautet: soziale Marktwirtschaft plus Zeit gleich Sozialismus. Merkt euch diese Rechnung. Schreibt sie euch in den Kopf. Immer wenn euch einer sagt Minimalstaat, geht diese Rechnung durch. Und das logische Ergebnis ist Sozialismus. Immer. In 100 von 100% der Fälle. Albert Einstein soll mal gesagt haben, die Definition von Wahnsinn ist es immer dasselbe zu versuchen und ein anderes Ergebnis zu erhoffen. Genau das ist das, was Dr. Markus Kralli vorschlägt. Das ist das, was jeder AfD-Wähler will. Das ist das, was jeder Mensch, der an den Staat glaubt, will. Staat scheitert immer in 100 von 100% der Fälle. Es macht überhaupt keinen Sinn, es nochmal zu versuchen. Es geht nicht. Und einige Leute sagen, man muss den Staat nur richtig kalibrieren. Wie viele Menschen sind da schon unter dem Staat gestorben? Wie viele? Um Asitoni zu zitieren. Und das ist das Problem. Das ist ja nicht nur, dass wir es versuchen, Try and Error, ich bin hingefallen, habe mir das Knie aufgeschlagen. Nein, ich bin hingefallen, 6 Millionen Juden wurden vergast. Das ist, wenn man hinfällt mit dem Staat. Ja? Also die Sache ruhig mal ein bisschen ernster nehmen. Es ist wirklich, wir können hier ja viel lachen und so. Und Dr. Markus Kral, wir lachen nicht über ihn, aber ich muss hier über seine Thesen lachen. Denn wenn der Staat Scheiße baut, dann ist das halt Scheiße im Ausmaß der Gewalt, der Monetärfunktion von 83, ich glaube aktuell 84 Millionen Menschen in Deutschland. Damit kann man viel Scheiße bauen, wirklich viel Scheiße. Und das wird immer vergessen. Und da gibt es eine Menge, da gibt es eine Riesenmenge. Man kann es allein schon daran erkennen, dass vor 100 Jahren der Staat nur 10% des Bruttosozialprodukts in Anspruch genommen hat und heute sind es weit über 50% des Bruttosozialprodukts. Und wenn man es mal richtig rechnet und mal sich anschaut, dass der private Teil ja auch durchreguliert und reglementiert ist, dann sind es wahrscheinlich 80%. Und ich stimme ihm zu und das ist das, was ich sage. Staat klein, Staat groß, zwischendurch Links-Rechts-Spiel, bald Hitler. Normale Reihenfolge. Es muss nicht immer so krass sein wie Hitler. Hitler, Mao und Stalin sind jetzt ja, die drei größten Massenmörder der Geschichte. Es ist nicht immer ein Hitler. Aber es wird immer Armut geben. Es wird immer Hungertote geben. Es wird Menschen geben, die erfrieren. Es
wird vielleicht auch einen Krieg geben. Das ist immer der Fall. Also Krieg ist nicht immer der Fall, aber Hunger, Armut und. Und das ist alles gar nicht nötig, ist völlig überflüssig. Völlig überflüssig. Das nur, damit man sagen kann, wir müssen den Staat erhalten. Es gibt kein rationales Argument für den Staat. Die der Staat im Prinzip an Entscheidungen trifft und nicht mehr der Bürger. Und das ist grundfalsch. Und der erste Schritt wäre mal zurück zu den 10%, die wir vor 100 Jahren hatten, und den Staat aus all den Funktionen zu verdrängen, in die er sich reingedrängt hat und in denen er nichts verloren hat. Gar nichts. Und auch hier, ich bin ja prinzipiell bei Ihnen. Ja, die Idee eines Minimalstaats ist attraktiver als das, was wir jetzt haben. Aber erklär, nimm 10 Leute und frag 10 Leute, was die Aufgabe des Staates ist. Und du wirst 10 verschiedene Antworten bekommen. Du kannst nicht 10 Leuten sagen, wir reduzieren uns auf das Minimum und 10 Leute wissen, was das Minimum ist. Nein, Dr. Markus Krall war meine, nicht Hoffnung in die Demokratie, aber Dr. Markus Krall wäre der Grund gewesen, dass ich wählen gegangen wäre bei der nächsten Wahl, wenn er seine Programmatik ins WU-Programm bekommen hätte, wenn er seine Ideen, sein Wissen über Ökonomie da reinbekommen hätte. Ich wäre bereit gewesen, einen Stift zur Hand zu nehmen und ein X zu malen. Mache ich jetzt natürlich nicht, weil ich kein Angebot habe. Aber er sieht ja schon, wie sehr er damit in so einem kleinen Rahmen wie der WU scheitert. Und dabei wäre das übrigens das wäre die Alternative gewesen. Die einzige nicht dreckig sozialistisch-kommunistische Alternative in der deutschen ökonomischen Politik. Angefangen von Entwicklungshilfe über Gesundheitswesen bis sonst was. Da hat der Staat nichts verloren. Das können Private nicht nur genauso gut organisieren wie der Staat, sie organisieren es besser als der Staat. Sie organisieren es gar viel besser als der Staat. Nun setzt Dr. Markus Krall da mal einen Linken hin, der wird ihm sagen, Gesundheitsversorgung, ganz wichtig, da muss der Staat haben. Es gibt ja Menschen, die sagen, mit Gesundheit darf man keinen Profit machen. Und vielleicht habe ich jetzt auch ein oder zwei Zuschauer, die klatschen, aber nein, wenn du mit Gesundheit keinen Profit machen darfst, wird kein intelligenter Mensch sich der Gesundheit widmen. Denn ich bin intelligent, ich möchte doch gerne Geld haben, ich möchte meine Lebensumstände verbessern. Nenn es Egoismus, nenn mich Hurensohn, sag zu mir, ich soll meine Mutter ficken. Es ist mir egal. Wenn ich die Fähigkeit habe, viel Geld zu verdienen und ich kann mich entscheiden zwischen, ich werde Arzt aus Leidenschaft und das wird ein sozialer Beruf, dann ist das schön und ich finde es auch inhaltlich wichtig. Aber ich will halt auch heiße Frauen vögeln. Und dafür brauchst du mal Geld, einen Sportwagen, ich will Bitcoin haben. Ich will eine Wohnung mit Mehrblick haben. Ich bin sozial, ich helfe auch mal. Aber ich widme nicht mein gesamtes Leben einer sozialen Leistung. Und der Staat versucht, oder das Argument dafür, dass der Staat das haben soll, ist ja der soziale Gedanke. Im Übrigen ist jemandem Geld stehlen und es jemand anderem geben nicht sozial. Es ist Raub und dann eine Schenkung. Sozial ist, ich habe Geld, ich sehe Leiden und weiß, mit meinem Geld kann ich es lindern, ich gebe Geld. Das ist sozial. Alles andere ist Raub und dann, ja, Umverteilung der Beute, nennt es wie ihr das wollt, aber es ist halt nicht sozial, jemandem Geld wegzunehmen und es jemand anderen zu geben. Übrigens der größte Mythos, des Robin Hood Mythos, er nimmt von den Reichen und gibt es den Armen. Nein, er hat es immer vom König genommen. Er hat die Steuern eingeholt oder zurückgeholt. Das ist das, was Robin Hood getan hat. Und das ist auch der Grund, warum wir Robin Hood als moralisch anerkennen. Ganz, ganz lustiges Ding eigentlich. Wir würden Robin Hood ablehnen, wenn da jemand ist, der mit großer Hingabe Garderobe näht. Robin Hood kommt da rein, schießt ihm einen Pfeil in die Fresse, nimmt ihm das Geld weg, weil er einfach ein Produkt hergestellt hat, das den Menschen gut gefällt. Und dafür muss er jetzt sterben, weil er damit Erfolg hatte. Erfolg ist böse. So, jetzt nehme ich ihm das Geld weg, verteile das an Arme, die sich dafür Heroin spitzen. Niemand will das sehen. Niemand würde sagen, Robin Hood ist eine moralische Figur. Sie haben diesen Slogan auf etwas gesetzt, das zutiefst moralisch ist. Übrigens auch Bürgerämter. Wenn Sie Bürgerämter privatisieren würden, hätten Sie da plötzlich ein Service-Level, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ja? Und es ist keine hoheitliche Aufgabe, irgendwo ein paar Stempel drauf zu hauen. Sowas kann man outsourcen. Ja? Sowas kann man genauso gut privat machen. Wofür braucht man diese Stempel? Wofür braucht man Bürgerämter? Ein Bürgeramt oder ein Bürgeramt verwaltet eigentlich nur den Schwachsinn, den der Staat vorangestoßen hat. Ich will doch gar nichts vom Bürgeramt. Der einzige Grund, warum jemand zum Bürgeramt geht, ist, weil der Staat ihn nötigt, zu diesem beschissenen Bürgeramt zu gehen.
Und wenn wir das geschafft haben sollten, den Staat mal auf 10% des Bruttosozialprodukts zurückzudrängen, dann können wir anschließend, weil wir uns den Kopf frei haben fürs Weiterdenken, drüber nachdenken, wie wir die Dinge, die wir in der Vergangenheit immer mit dem Staat assoziiert haben, auch privat organisieren könnten. Dann können wir anfangen zu experimentieren und dann sehen wir, wie weit wir kommen. Dann können wir Dinge wie Privatstädte zulassen, dann können wir konkurrierende Staatsformate zulassen. Ich mag Dr. Markus Kreuer, ich habe es schon mehrfach gesagt, aber ich hasse es, wenn mir jemand sagt, was wir, also erst, ich bin nicht Teil von wir, und zweitens, zulassen, lasst mich doch einfach in Ruhe, ich möchte mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Ihr könnt gerne, also ich würde euch ja nicht verbieten, die, unbasiert sagt es immer, die BRD GmbH zu gründen. Ihr könnt eurem Lieblingsgeschichtslehrer oder Kinderbuchautoren 70% von eurem Geld in den Briefkasten schmeißen und dafür verbietet euch, im Stehen zu pissen. Das ist doch großartig. Solange ich ihm die 70% nicht in den Briefkasten werfen muss. Weil ich pisse auch gerne mal im Stehen. Wenn ihr mich damit in Ruhe lasst, dann können wir alle wunderbar zusammenleben. Die Sache ist halt die. Realistisch gesehen weiß ein Etatist, dass fähige Kräfte nicht diese 70% einwerfen. Wenn wir Sezessionsrecht hätten, wenn jeder das Recht hätte, quasi sein Grundstück zu seinem Land zu machen, dann eine Fabrik zu betreiben, steuerfrei und, wenn er selber für Sicherheit und so sorgt, wenn jeder das Recht dazu hätte, dann würde kein Mensch, der Netto-Steuerzahler ist, in dieses Steuersystem einzahlen. Das ginge binnen von wenigen Wochen und der Piss würde kollabieren. Es funktioniert nur über Zwang. Das wissen die, das weiß auch Dr. Markus Kral. Und nochmal zu dem Punkt, wenn wir diese 10% erreicht haben, nein, wenn die 10% erreicht sind, ist die Unzufriedenheit. Ich bin immer kein Fan davon, von die Deutschen sind noch zu verwöhnt und die Deutschen geht es so gut. Nein, die Deutschen sind halt einfach ein bisschen dämlich. Aber wenn keine oder wenig Unzufriedenheit da ist, wird keiner aktiv. Wir sind aktuell in der politisiertesten Zeit, die ich in meinem Leben, ja, sind nur 34 Jahre alt, fickt euch Boomer. Wir sind der politisiertesten Zeit, seit ich auf diesem Planeten bin. Und frische Gedanken müssen jetzt kommen. Minimalstaat ist kein frischer Gedanke. Minimalstaat ist der Ursprung dessen, was wir heute haben. Ich nenne es das Europa der 1000 Liechtensteins. Ja, also viele kleine Einheiten, auch viele kleine Staaten, die dann um das Wohlwollen der Bürger in der Weise konkurrieren, dass sie Bedingungen schaffen, dass die Besten, Klügsten, Fleißigsten und Wohlhabendsten in die Staaten streben, in die Kleinstaaten streben, die ihnen die besten Bedingungen bieten. Und dann entsteht mit dem Wettbewerb automatisch so eine Art Privatrechtsgesellschaft? Nein, nicht so eine Art Privatrechtsgesellschaft. Aber erstmal zu dem Europa der 1000 Liechtensteins. Eigentlich eine faszinierende und kluge Idee. Ich bin auch angetan davon. Ich würde das gar nicht abtun. Das Problem ist, dass es halt immer noch Staaten sind. Und damit monopolisiert in allem, was sie tun. Der Trend geht ja eher selten dazu, dass Dinge zerbrechen und sich zerschlagen. Sondern im Moment haben wir eher eine Situation, wo sich zum Beispiel die EU bildet, die NATO, also so große Konglomerate aus mehreren Staaten. Die aus dem Wettbewerb heraus die besten Lösungen produziert. Beispielsweise auch beim Geldsystem. Wer sagt, dass das Geld staatlich sein muss? Nein, das Geld muss nicht staatlich sein, das Geld darf nicht staatlich sein. Und ich finde gut, dass er es anspricht, aber Fakt ist, das beste Geld der Welt ist der Bitcoin. Und ich sehe da auch in Zukunft nichts kommen. Ich bin auch ein Goldsympathisant und ich bin auch von Silber nicht abgetan. Aber das beste Geld der Welt ist zurzeit Bitcoin. Und da er eben schon mal nach dem Weg in die Anarchie gefragt hat, Bitcoin wird es sein. Denn Bitcoin ist der Weg, wie man dem Staat Geld entzieht. Und sie leben einfach vom Zwangsgeld. Und das ist ein Geld, an das sie nicht rankommen. Und das macht das Ganze zu Musik. Die Anarchie ist eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Schön wäre es, wenn ich es noch erlebe, aber ich gehe davon aus, meine Enkel werden es auf jeden Fall erleben. Die Staaten werden monetär ausbluten. Und das ist das Beste, was passieren kann. Fick den Staat. Das Geld ist erst seit 100 Jahren staatlich. Vorher war es im Prinzip aus dem natürlichen, evolutionären und marktwirtschaftlichen Prozess entstandenes Goldgeld. Ja, erst seit es staatlich ist, haben wir überhaupt die Probleme mit Inflation und Finanzkrisen und was da so alles einhergeht damit. Guck mal, das ist wieder so vernünftig. Er erkennt, seit es staatlich ist, also seit es eine Zentralausgabestelle für Geld gibt, gibt es einen Player, und zwar die Zentrale Ausgabestelle für Geld, die ihren Job
zu eigenen Gunsten und zu Ungunsten aller Nutzer macht. Und da ich kein Ausweichprodukt nutzen darf, ja, wieder, da kommt wieder das Gewaltmonopol, innere Sicherheit, kommt da wieder ins Spiel, weil ich kein Ausweichprodukt nutzen darf, muss ich mit deren Mistgeld hantieren, das ja Tag für Tag an Wert verliert. Wenn du also verstehst, dass das Geld scheiße ist, weil es zentralisiert ist in der Hand vom Staat, ja, warum gehst du denn davon aus, dass es bei anderen Dingen, die zentralisiert in der Hand vom Staat sind, besser läuft? Zumal wir kein Beispiel dafür haben, dass der Staat irgendwann mal irgendwas gut gemacht hat, gibt es kein Beispiel für. Und deshalb verstehe ich Dr. Markus Karl hier nicht. Ich mag ihm aber unterstellen, dass er das Ganze tut, um, ich sag mal, noch politisch akzeptiert zu sein. Ja, ein Anarchist, wir sind die am wenigsten politisch akzeptierte Seite. Es gibt die Rechten, es gibt, obwohl die mittlerweile auch Linke sind, zumindest wenn es um die Ökonomie geht, aber es gibt die gesellschaftspolitischen Rechten, es gibt die gesellschaftspolitischen Linken, es gibt nur ökonomische Linke. Und dann gibt es die Anarchisten. Und die Anarchisten sind dann die, die sagen, zentrale Stellen machen immer Unfug, wie Markus gerade richtig gesagt hat. Und deshalb weg mit den zentralen Zwangsstellen. Aber irgendwie haben die Leute ganz doll Angst davor. Ja, und das war mein Take zu Dr. Markus Krall. Das Interview in sich lohnt sich. Ich finde auch diesen Part hier nicht so schlecht, wie es jetzt vielleicht in der Kritik rübergekommen ist. Denn das, was er sagt, ist so im Internet, mal abgesehen von Menschen wie dem rosa-roten Panzer, meiner Wenigkeit, Jung, Brutal, Marktradikal, Dave Space, Paxolur Podcast und viele mehr. Entschuldigung, ich kann nicht alle nennen, aber das sind jetzt mal fünf, die ich aufgezählt habe. Mal abgesehen von uns gibt es keinen, der was Radikaleres sagt. Oder was Radikaleres sagt oder differenziert darauf eingeht, dass der Staat verkleinert werden muss. Und der rosa-rote Panzer hatte vor kurzem angemerkt, Markus Krall wirkt neben ihm wie ein gemäßigter Sozialdemokrat. Und ich denke, ein ähnliches Bild zeichnet sich bei allen Anarchisten ab, einschließlich meiner Person. Nichtsdestotrotz, ich habe Sympathien für den Mann. Ich will mir die Sympathien auch nicht abgewinnen. Und damit sage ich dann, tschüss, ihr Betrüger, bis zum nächsten Mal.